Moin, meine Freunde, kleiner Disclaimer, bevor das Video losgeht. Ihr werdet am Anfang hören, dass ich irgendwie sage, Schloss habe ich nicht gespielt, ist an mir vorbeigefahren. Ich habe es erst später gemerkt, dass die Demo Schloss und Dorf beides zusammenhängt. Kleiner Fehler von mir, tut mir auch leid. Ich dachte wirklich, das ist die allererste Demo gewesen, dann die zweite Demo, dass das beides dieselbe, dieselbe neueste Demo ist. Das war mir nicht bekannt. Oder habe ich irgendwo nicht gelesen? Deswegen, bitte verzeiht mir den Ausrutscher. Ich werde am Anfang so viel Blödsinn gerade reden, weil ich es nicht besser wusste. Bitte verzeiht's mir. Ansonsten bleibt nur zu sagen, viel Spaß mit dem Video und haut rein. Und moin, willkommen zur Gameplay-Demo Resident Evil Village. Ja. Ich bin auch mal auf den Train aufgestiegen, Resident Evil. Habe diesen Demo-Abschnitt überhaupt nicht gespielt. Dachte mir, ich könnte ja bei Dorf anfangen. Aber ich überlege gerade, Dorf ist ja gerade frisch raus. Ob ich nicht doch mit dem Schloss beginnen sollte. Obwohl, Schloss kennt ja jeder. Ja, Schloss kennt jeder. Also quasi alle, die. Also da brauche ich gar nicht mehr aufnehmen. Schloss kennt jeder und alles. Deswegen bin ich an diesem Punkt schon vorbei. Ich mache dann Demo Dorf. Weil, ich sag mal so, wenn man auf den Tacho guckt, wir haben jetzt den Aufnahmedatum, den, Moment, 5. Mai. In 2 Tagen kommt es raus. So ist es ja nicht. Obwohl, ach komm, was soll der Geiz? Schloss wird, denke ich mal, heute noch rauskommen. Morgen das Dorf. Und dann geht's los mit dem Hauptspiel, wenn es am 7. raus ist. Deswegen fangen wir doch einfach mal an. Demo Schloss. Schwierigkeitsgrad. Also, nein. Joa. Nein. Wir fangen mit Standard an, würde auch das Spielzeit der Demo. Dauert die 60 Minuten, das die Demo? Ich hoffe nicht. Spielzeit dieser Demo ist auf 60 Minuten begrenzt. Ich probiere mein Glück. Mal schauen, ob das alles passt. Ich würde mal sagen, ich bestätige mal. Und dann legen wir los. Resident Evil. Das erinnert mich an früher. PS1. Das allererste Resident Evil hat mich das Fürchten gelehrt. Baue ich gerade Mist? Ich dachte, Schloss wäre, wo man mit der Zelle unten anfängt. Mache ich gerade einen Fehler? Nehme ich gerade zu weit auf? Ah, ich schau mal. Ansonsten werde ich das in Disclaimer mit reinbringen. Aber wie soll ich sagen? Resident Evil habe ich, wie gesagt, nur bis zu dieser berühmten Zombie-Szene gespielt und danach richtig Schiss bekommen. Das war noch sehr, da war ich noch sehr jung im Alter. Und seitdem habe ich nie wieder ein Resident Evil angerührt. Schätze. Untersuchen wir mal. Nichts Besonderes. Nehmen wir mit. Oh Gott, die Türen gehen automatisch auf. Das mag ich jetzt schon mal gar nicht. Also wie gesagt, ich habe danach nie wieder ein Resident Evil angerührt. Immer Angst gehabt, weil ich überhaupt kein Horrorfan bin. Dieses Schloss ließe sich leicht knacken. Habe ich was da? Ah.
Schade, doch nicht. Da habe ich jetzt eine Kerbe reingehauen. Kann ich auch Waffen wieder wegpacken? Oh, nee. Nein. Moment mal kurz. Nee, 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 nee. Zurück. Option. Auch nicht. Was zur Hölle? Okay, ich weiß nicht, wie man Waffe wegpackt. Wir hoffen mal, dass es klappt. Untersuchen. Mädchen bei der Ernte. Maidens of the Harvest. Boah. Ich versuche natürlich nichts zu übersehen. Aber wie gesagt, das ist mein allererstes Resident Evil nach. Kann man sagen? Ja, nach 2 Jahrzehnten oder wenn nicht sogar noch ein bisschen länger, ganz minimal. Ich weiß, ich habe voll vergessen. Von der anderen Seite verschlossen. Gehen wir doch mal da rein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Achso, da geht's nicht weiter. Was taugt heraus? Nee, was haben wir da? Rostige Teile. Oder rostige Reste. Material für die Herstellung. Okay. Objekte herstellen. Ah, Munition. Zweimal Schießpulver. Ach so. Davon habe ich. Ah, jetzt verstehe ich. Davon habe ich aber noch nicht genug. Das heißt 10 von 10. Ein Ring mit einem Au. Okay. Shift laufen. Wieso sollte ich jetzt laufen? Wenn da noch was glänzt. Ach, da komme ich nicht dran. Ah. Rohe Gewalt. Und ein Kristallfragment. Ne, wie gesagt, ich dachte mir so, Resident Evil 8 probieren wir doch mal aus. Chemikalie. Werde es auch, wenn es released ist, auch natürlich spielen. Aber ich drück's mal so aus. Ich habe für Horror Schießpulver. Für Horror nicht viel übrig. Alter, ich schieße euch. Ja, lol. Okay. Schloss ließe sich gleich knacken. Ja, ich will aber. Schade. Man kann, wenn dann näher sehen, dass ich mich ziemlich, ich sag's mal salopp, einscheißen werde. Da ich gar kein Freund des Horrors bin. Ich meine, ich habe mich in Phasmo auch eingeschissen. Und nachdem ich mich dran gewöhnt habe, habe ich den Horrorschreck überhaupt gehabt in der Highschool auf professionell. Ich mache das Licht im Klassenraum an. Und dann steht der Geist neben mir und macht das Licht wieder aus. Where have they taken Rose?
Das weiß ich auch nicht, wo sie sie hingebracht haben. Das suchen. Oh, stimmt, das sind so. Kann man hier nicht verwenden, aber. Nein, ich will es ja nicht hier verwenden, kann die nicht verwendet werden, aber. Nehmen wir das Auge doch mal mit. So. Aber wir haben doch ein Kristall. Was du rein? Ich? Ah, ne. Ach, nur Questgegenstände. Okay. Hier zwei. Hier drei. Hier eins. Da vier. Okay. Untersuchen. Finde. Was? Finde der vier Engel Antlitz und du wirst errettet. So viel Text? So wenig, also so viel Sinn, so wenig, nee, so viel Text und so wenig Sinn oder whatever. Gott. Also, ich dachte. Oh, we meet again. Duke, why are you here? Okay, ich hätte das Dorf Where zerspielen there's sollen. coin to be made. And have you found your daughter? No. If she is truly here, the lady of the castle would have kept little Rose in her private chambers, would she not? Domitresk? The very same. Why don't you take a look? Maybe you'll get lucky. And speaking of looking, care to make a purchase? Welcome. Do you have enough firepower? I can now offer an expanded weapon modification service. Ach, du Elend. Nee, komm. Nee, nee. Leaving so soon? Ja, du bist mir zu unheimlich. Was soll man hier untersuchen? Kann man das reintun? Nee, kann hier nicht verwendet werden. Oh mein Gott. Die Demo ist wohl größer, als ich dachte. Also es gibt immer einen Händler hier. Von da kam ich. Ich kann auch mal hier rein. Kann man eigentlich. Oh, man kann sogar sehr gut zielen. Nicht schlecht. Auch nix. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Also, wenn ich nicht vor. Kann man dich kaputt machen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Dich kann man auch machen. Da ist nichts drin. Ist das groß oder ist das hier groß? Kraut. Ja. Nee, nee, nee. Ich stelle jetzt nichts her. Aber man muss ja richtig hier rabiat laut sein. Drei Töchter, Bella, Cassandra und Daniela. Die in der Mitte ist ziemlich cute. Ich habe das Gefühl, das sind. Oh Gott, nein. Hier ist ein Generator. Was haben wir hier? Geld? Nichts passiert. Muss man den Generator hier öffnen? Ja. Den Generator nutzen. Nicht öffnen. Gottes Willen. So. Haben wir hier unten was? Nein. Nein. Oh, eigentlich wollte ich, wie gesagt, das Dorf hochladen. Es tut mir echt leid. Okay, geschlossene Gesellschaft. Ich dachte schon. Kriegt man ja schon wieder. Ist da was drin? Nee. Alter, schnarcht der? Gott. Okay, den Bereich kennt man aus der ersten Demo.
So. Pistolen, Munition. Ah, okay. Okay. Hier war ja das Ende der ersten Demo, soviel ich noch weiß. Wie gesagt, nein, ich habe diese erste Demo nicht gespielt. Das ist nur das, was ich selber auf diversen Videos gesehen habe. Wine Room. Suchen. Nein, kann man hier natürlich nicht verwenden. Was haben wir hier? Ein Buch, das... Oh, das lesen kann. Die Geschichte der Weinherstellung auf Schloss Dimitrescu reicht schon bis ins 15. Jahrhundert zurück. Lange vor der Zeit der derzeitigen Besitzer. Alcina Dimitrescu erweitert traditionelle Verfahren um ihre eigene Methode der Weinherstellung und verleiht ihrem Wein so ein besonderes, reiches Bouquet. Ihrem besten Jahrgang verlieh sie den Namen Sangui Virginis, oh Gott, Entschuldigung, Blut der Jungfrau. Er lagert in einer Flasche, die kunstvoll mit silbernen Blumenornamenten verziert ist. Blumen, oder? Da kommt hier diese Weinflasche. Okay. Was bist du? Eine Chemikalie. Alter. Das ist mir ein bisschen zu. Ruhig. Na klar, Geld in eine Urne. Warum nicht? Ist verschlossen. Pulver. Hauptsache erstmal schön die Inneneinrichtung zerdeppern. Ich hasse Statuen, die in die gleiche Richtung starren. 15 Minuten gespielt. Schon 15 Minuten? Das ist doch, geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Oh, hallo. Ich glaube, du hast dein Auge verloren. Kann das sein? Jo. Would you prefer? How's it feel? Okay, das klappt wohl nicht. Oh, shit. You will look wonderful mounted in our hall. Weg. I can't hold back any longer. Okay, darf ich nicht rein? Oder raus? Did you say something? Oh, hab ich noch... Ja. Nein, nicht untersuchen. Benutzen. Mach nicht. Du alle Mistkrücke.
Mother said stay, but I think you're delicious. Abgestanden, ich finde dich lecker. Ja, schön, dass du mich lecker findest. Gibt's hier irgendwo einen Ausgang? Notausgang? Ah, F. Not bad. Oh, ein da. Und... Schnell weg. Oh. Wir warten. Wir warten. In der Zeit. Stellen wir doch mal was her. Oh shit. Alter, ist die riesig. Wie sagt man so schön? Hocherfreut? Ach, die berühmte... Ich schütt mir eine Flasche von what weiß ich was über alles drüber. So, lass mich raten, da komme ich nicht durch, oder? Warum sollte ich auch? Okay, die Viecher sind, also die Mädels sind ja richtig gruselig. Hat man ja gar keine Schnitte mit. Heilpflanze. Stimme doch direkt mal her. So, cool. Nee. Anerkennen. Okay. Nice. Trust in Light. Vertraue auf das Licht. Die Richtung. Na komm, komm. Hey. Rüber. Rüber. Nice Gimmick. Oh. Shit. Hier sind wir. Alles unbenutzt aus. Ich bereue es. Okay, nichts. Alter, ich werde mich so einkacken. Ich hasse Keller. Hallo? Das ist doch der Lady, ihr Folterkeller. Oder bitte ihr Hobbyraum. Und hier was Schickes. Spritzen. Einige obszöne Fläschchen. Bestimmt Gewürze. Oder ähnliches. Oh Gott. Ich habe Angst, dass ich Schritte höre, die nicht meine sind. Was ist das? Irina, gesunder Appetit. Mihaela, gesunder Appetit. Luis, gesunder Appetit. Ingrid,
instabil, teils übertrieben aufge... Klingt nach der Dame, die gerade eben war. Ich glaube, das war Ingrid. Oh, passt zu der Beschreibung. Oh, ich hasse dich, Spiel. Oh, je, je. Was bist du? Ein Kraut. Okay. Bruder, du hängst da oben schön ab. Oder hast du irgendwas? Oh Gottes Willen, du hängst ja richtig gut ab. Ja, Metallreste. Oh, okay. Da habe ich das Gefühl, ich habe gleich eine. Okay, das. Stirb! Stirb! Alter, stirb! Guck mal. Hä? Hier fehlt doch einer. Gott! Kann man hier nicht durch? Kann man hier nicht durch? Nee, kann man nicht. Oh Gott, wo muss ich hin? Oh ja, gib mir Munition. Oh, warte mal. Herstellen. Erste Hilfe. Moon. Nein! Ich hab nicht genug Schießpulver. Nein. Ist das dein Ernst? Du. Kannst leichter. Hey, au, 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 au. Hey. Reißen ist nicht. Alter. Futterluke zu. Ich hab gesagt, Futterluke zu. Ei. Stirb. Was halten die was aus? Gefällt mir jetzt schon nicht. Hui. Ja, was ein Blöd. Das ist der Schädel, okay. Ingrids Halskette und Schieß. Oh, Schießpulver. Baby, yeah. Brauche ich mir. Ich brauche. Gott, nein, ich brauche noch. Oh. Alter, da schießt du schon den in den Schädel und die fallen nicht um. Alter. Oh, bitte, lass da Munition dran sein. Okay, da kann ich nicht hin. Bleib dich mal. Achso. Ja, die halten echt viel aus. Oh.
raus aus dem Keller. Oh mein Gott. Hilfe. I can't believe Cassandra caused all this mess. Oh nein, 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 nein. Bitte was? A healthy man's blood. I can't wait. Doch, kannst du. Kannst du, kannst du, kannst du, kannst du, kannst du, kannst du. Komm. Ich hätte bei dem Typ die Schrotflinte kaufen sollen. Where are you going, little one? Ja, genau. Gottes Willen, ich hasse das. Oh, da steht ja auf mein Time. Okay, Schwierigkeitsstandard 24 Minuten. Okay. F für weiter. Capcom. As the midnight moon rises on black wings, we await the light at the end. In life and in death, glory to Mother Miranda. Miranda. When you're whining, we're almost there. No. Where are you? Hello. If there are any survivors out there, come to my... to Louisa's house near the fields. Diesen Mai. Long, long ago. Oh, no. They're coming. Who is... what the hell was that? Stop shouting. You'll draw the monsters. Tell me what is going on around here. It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. You escaped my little brother's idiot games, did you? Hey, da ist die Große. Let's see how special you are. Sie nahm ihm alles. From your entire village? All that's left? There is no one left! We can bust out with this. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin! There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half. Tomorrow we're all be dead. Let me go! Chris? What the hell? Why? Ethan Winters. Ethan Winters, Mr. Winters. Ethan Winters. Ethan. Poor Ethan. Ethan. Ethan Winters. Welcome. Resident Evil Village. Huh? Get off of me! Stay the fuck down! I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job. Habe ich schon. Danke. Vielen Dank fürs Spielen. Gerne. Weiter. 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 Immer noch weiter. Hallo? Weiter. Ah! Stopp, jetzt geht's zum Menü. Ich würde sagen, es wird eine längere Aufnahme. Solange ich noch Zeit habe, nutzen wir doch noch mal kurz, um das Dorf
zu nutzen. Wie gesagt, da ist wohl eine... Da ich ein bisschen verwechselt habe, kann es sein, dass wir jetzt Sachen sehen, die wir schon im Schloss gesehen haben. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich bin einfach nur dumm. Aber hey. Legen wir doch los. Nachdem seine Tochter Rose entführt wurde, findet Ethan sich in einem seltsamen Dorf wieder. Er irrt eine Weile umher, bis er einer alten Frau begegnet. In life and in death, we give glory. Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? Hey, can you hear me? It's you, the child's father. Child? Hey, wait, do you mean Rose? Is she here? Rose! Rose, yes. She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? The castle bell heralds danger. They're coming! No. Wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again! Rose is here? Ich sag mal so, ich würde mir eher Sorgen machen, dass sie dich gerade da eingesperrt hat, mein Freund. Gehen wir mal ein bisschen Sightseeing durchs Dorf. Natürlich. Ich kann... Hallo, hallo, hallo. Hat sich hier der Teufel eingeschlichen? Chemikalie. O große Lycans. Sagenhafte Wolfsmonster von 1. Möget ihr kommen und uns unser Fleisch nehmen. Möget ihr kommen, um uns bei lebendigem Leibe zerreißen. Jo, wer drauf steht, dem möge geholfen werden. Dieses Schloss ließe sich leicht knacken, aber anscheinend nicht in der Demo. Schade, nichts drin. Oder ihr habt vielleicht eine Idee, wie man das sogar schon in der Demo knacken kann, aber bis ihr da kommentiert oder was seht oder mir was sagen könnt, ist es schon zu spät. Hey, ich bin der freundliche Wanderer mit einer Knarre in der Hand. Schießpulver. Das gefällt mir alles gar nicht. Kann man da durch? Bitte, 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 bitte. Natürlich nicht. Was haben wir hier? Irgendwas fehlt. Ja, glaube ich auch. Kann man hier rein? Nein, auch nicht. Oh. Rostige Reste. Restige Roste. Was? So. Shift laufen. Nee, jetzt noch nicht. Untersuchen. Wir opfern diese Wächterziegen zum Schutz des Dorfes und seiner Bewohner. Wer sie zerstört, den möge der Zorn Mutter Mirandas ereilen. Eine Karte. Das ist... Bewegen. Nee, das geht nicht. Oder? So. Okay, hier war ich, da war ich. Das heißt, hier wusste ich, dass da was zum Knacken gibt. Nice. Soll ich... Natürlich. Collectibles. I love collectibles. Da ist irgendwas drin. Hey, ich will das haben. Okay.
Munitionsverschwendung for the win. So, da kann ich hoch. Okay. Guess this leads to the castle. Ah. Los Dimitrescu. Brauche ich zwei Sachen für diese Vertiefung. Hallo? Ich bin der freundliche Nachbar von nebenan. Mein Jungfernfragment. Nehmen wir mal mit. Okay, das nenne ich aber besessen. Dude, du brauchst Hilfe. Ja, ein Ziegenhorn. Warum nicht? Gehen wir mal da oben rein. Kann man da überhaupt hoch? Jetzt habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, wo die Karte. Stimmt über. Yep. Nee, da. Okay. Da war ich drin, da war ich drin. Da war ich noch nicht, da war ich noch nicht. Gut. Prüfen wir mal, ob wir dennoch hier rein können. Das scheint aber. Untersuchen. Ja. Kann hier nicht verwendet werden. Ja, das weiß ich auch. Hier fehlt wieder was. Gehe ich mal von aus. Ja, irgendwas fehlt. Und bestimmt nicht in der Demo enthalten. Aber hey, packen wir doch das erste. Das, ich glaube, hier kommt das Jungfern rein, oder? Ja, nehmen wir doch mal. Ja, das sieht gut aus. Passt. Sieht's wackelt, hat Luft. Gehen wir nochmal zurück in die anderen Häuser. Mal schauen, ob wir da noch was finden. Also in dem war ich, glaube ich, drin. Ja, Schloss Dimitrescu. Hier, Map. Genau, ich muss gucken, ob ich da muss ich irgendwie reinkommen. Von der anderen Seite verschlossen. Gut, das heißt, es gibt einen Eingang. Irgendwo. Bestimmt irgendwo zum Aufknacken, zum Schleichen. Oder drunter herkriechen oder ähnliches. Natürlich nicht. Hier ist immer noch die Karte. Verschlossen. Hier der Ort ist aber auch verschlossen. Wird durchsucht. Vollständig erkundet. Oh! Ich kann jetzt hier nicht, ich betone, nicht garantieren, dass ich alles in der Zeit, die ich noch habe, schaffen kann. Ich denke mir, ich habe eh nur noch nicht mehr viel Zeit. Komm, weißt du was? Lässt sich schleichen knacken. Hallo, ich habe aufs Schloss ge... Okay, das lässt sich kaputt machen, aber die... Kann man den Kühlschrank öffnen? Nee, ich habe aber Hunger. Okay. Im Gegensatz zum Schloss ist das Dorf ein wenig ruhiger. Ja, das ist das passende Wort. Ruhiger. Weil es von einer Seite verschlossen ist. Natürlich kann man in diesem Spiel nicht springen. Jetzt laufen wir. Von einer anderen Seite verschlossen. Okay. Das heißt, wir haben hier ein klitzekleines Problem. Mit einem klitzekleinen Detail. Ich brauche dieses. Ich brauche den Schädel dieses Typen. Ah, gucken wir uns mal um. Genau, hier war der Brunnen. Hier war es so komisch. Hier ist es sehr, sehr komisch. Jesus, is that you? I think not. Oh! Oh, 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 oh. Sollte Unglück über das Dorf hineinbrechen, finde die zweite Relief-Fragment. Eines in der Kirche, eine bei Lucias Haus.
Das ist eine Kirche, habe ich. Lucias Haus. Das ist der Ort, wo ich nicht reinkam. Oder? Moment. Also. Hier ist die Kirche. Oh. Yes. Hier so und vielleicht hier einen Durchgang finden. Ja, moin. Nutzen wir doch mal den Ort. Okay. Da war doch gerade was, was mir nicht gefällt. Oh, was haben wir hier? Rostige Reste, Rest und diesen voll Mehl. No shit, Sherlock. Diesen auch voll Mehl. Irgendwie habe ich gerade ein großes Problem. Oder ich lasse mich gerade ein wenig. Ein Schuss. Möchte ich ungern verbrauchen. Aber ich weiß schon mal, dass ich mich da verbarrikadieren kann. Ja, moin. Könnt ihr da bitte bleiben? Ich will nur die Kiste, okay? Ich nehme die Kiste, danach gehe ich wieder. Alter, sind wir jetzt hier gerade in Jurassic Park mit den Velociraptoren. Kennt ihr die Szene? Das ist richtig mies. 14, 14. Oh, natürlich. Ah, ihr wollt mich wohl verarschen. Weißt du was, wer jetzt mir zu nahe kommt, der kriegt direkt die Schrotze. Hatte gerade eine Machete bei sich. Also die hätte ich gerne gehabt. Jetzt aber schnell durch, 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 durch. Au! Möge dein Kopf platzen, Kollege. Schon Munition herstellen? Bitte, 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 bitte. Oh, Baby. Yes. Sechs Schuss noch, ich glaube, es hackt. Jo, Kraut, danke. Darf ich bitte rein? Shit. Papa, there's someone.
doing here? Stay back. Please, don't hurt us. Whoa. It's okay. I'm not gonna hurt you. I'm just glad to see normal people at last. Have you seen any other survivors? No. They're all in Louise's house. And she's not answering and the gate is locked. Quiet, girl. He's an outsider. Oh. Alter, dieser prüft Blick. Shit, we're sitting ducks in here. Can your old man walk? No. One of the monsters cut him. He's lost a lot of blood. We have to get into Louise's house. Shh, quiet. Must be a way inside. Stay here. Be quiet. And don't move until I get those gates open. Sounds like a plan. Gehen wir mal durch diese. Hindernisse überwinden. Achso, hätte ich so machen können. Oh, yes. Ja, da brauche ich nicht untersuchen. Eine Sache fehlt. Ja. Wo geht's denn weiter? Ah. Pulver. Hab ich, danke. Jo, Luisa. Bist hier auf dem Scheißhaus? Da ist doch bestimmt. Ja, ich wusste, da ist doch was bestimmt drin. Ohne Scheiß, hier ist ein Dixie und wenn da nichts drin gewesen wäre. Auf der Seite verschlossen, verkettet und whatever. Erstmal die beiden rein. Ah, okay. Hab nix. Gut. Hallo? Hallo? Danke. Come on, it's clear. Hurry, hurry. Oh, dann komm. Rein mit euch. Look, you damn. Bitte. He's not used to relying on other people. I'm sorry. We'll be safe in here, won't we? Safer here than out there, that's for sure. Hey, advice. Do you know anything about what's going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. Nobody's answer. Father? Help me. We have to get inside. Jo, ich probiere mein Bestes. Kann ich die Tür eintreten? FBI, hello? Open up. Anybody home? Maybe a familiar voice. Louisa, open up, it's me, Elena! Stop shouting. You'll draw the monsters. Julian, calm down. Who's this? A friend. Stay back. Father, for God's sake, Julian, let us in. No, they'll smell the blood. You'll endanger us all. My father will die out here. But that's not my problem. What's going on? These people want to let a dying man into our home. Come now. These people are our friends. Go on. Go inside. Come now. This way. You're not from this village. No. I'm Ethan. Julian, go make yourself useful and check the grounds. I said go! Well, if Elena trusts you, then so do I. Come inside, Ethan. Okay. Wait here. I'll check on the others. Okay. Was haben wir hier? Gucken wir mal. Direkt erstmal lesen. Luisa, Sie haben schon wieder Vieh gerissen. Wenn es so weitergeht, überleben wir diesen Winter nicht. Ernest haben wir auch noch nicht gefunden. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Hat Mutter Miranda sich von uns abgewandt? Who knows? Was haben wir hier? This way. Hm? Oh, okay, danke.
Poinsen. Come inside, the others are waiting. Sehr groß das Haus. The fuck is this? Outsiders, you're gonna get us all killed. Quiet, Anton. He helped Leonardo and Elena. We were doing fine by ourselves. Please, Ethan, take a seat. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? All that's left? There is no one left! A worthless invalid? A stupid, wailing bitch! And you! You drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing? And expect to be all safe? There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half! Tomorrow we'll all be dead. Just like her damn husband. Put a sock in it, Roxanna! That's enough! This house has protected my family for generations. And drunk or not, you are all welcome and safe in here. Whatever. Can someone please tell me what the hell is going on here? We don't know. One day we were a quiet, devout village, and the next, the monsters came and attacked us. And they kept coming. Wait, Louisa, where is your husband? Did they? No. No, he is out there. Somewhere. He went to get help. Yes, yes, that's it. He went to fetch help. Nein. Er ist bestimmt schon tot. For him. For all of us. Good idea. Come. Gather. Great ones, hear our voice. Together as one in reverence, we call on thee within the endless dark to deliver us into fate's hands. As the midnight moon rises on black wings, so we make our sacrifice and await the light at the end. Okay. In life and in death, we give you glory, Mother Miranda. Ey, klingt nach einem Kult. The tea should be ready. Come help me, Elena, please. Yo, Kultgebete und that Tee. That prayer, I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. You mean that hag? Some bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though. And I hope it protected her as it shall protect us. What the fuck are you doing? Leonardo, what's wrong? Are you okay? No! No! Einmal Machete durch den Körper. Nice. Father! Elena, no, stay back! No, let me go! No! He'll kill us both! We have to go! Darf ich ihn erschießen? Jetzt! Ey, 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 ey! Bleib weg von mir, du Scheißvieh! Let him go! Lena? I said no! Wo hast du die Schrotflinte her? Oh my god! I'm so sorry, Father! Hey! Hey, that wasn't your father anymore. You did the right thing. Elena, Elena, no! There's nothing you can do! Papa! This entire place is collapsing! Okay. You couldn't save him. He was already gone. Leave me alone! No, we're getting out of here. Together. I gotta get out of here. Aus dem Haus entkommen. Na, erstmal
prüfen. Nee, was haben wir noch alles hier? Da ist nichts. Da ist nichts. Ich glaube, der Akku meiner Tastatur geht langsam leer. Muss ich nachher mal laden nach der Aufnahme. Komm schon, das ist Luisas verdammtes Haus. Die hat doch hundertprozentig... nette Vorräte. Yes! 1, 2, klick, klick. Nice. Da lacht das Herz. Oh. Falls nötig, nimmt ihr die Schraubenzieher aus der... aus dem Schlüsselanhänger. Ja. Hüpf 100 Lay. Jetzt nötig einen Schlüsselanhänger. Wenn wir hier einen Schlüsselanhänger binden. Das geht alles nicht auf. Nein, nein, nada, niente. Das habe ich schon. If we could just get through this wall. Jo. Erstmal. Ja, natürlich verschwende ich jetzt Munition. Ich bin doch so depraut. Nice. Irgendwo gibt's denn hier nix. Und hier nix. Ein Schraubenzieher. Schraubenzieher, Schraubenzieher, Schraubenzieher. Ja. Ist das denn kritisch? Ich weiß es nicht. Rennen wir doch mal. Irgendwo sollte man doch... Nee. Warum habe ich mal das Bedürfnis, Leertaste zu drücken, um irgendwo drauf zu kommen? Ich sehe aber auch nichts. Oh. Autoschlüssel. Untersuche, ja. Das sieht nach die Richtung aus. Ah. Ein Schraubenzieher. Danke. Ich würde mal sagen, dann... Damn, the fire's moving fast. Jo. Dann würde ich sagen, lass uns mal los, ne? What are you thinking? Step back. We can bust out with this. Oh, Vollgas! Wo ist sie ausgewichen, wenn ich rückwärts fahre? Na komm, einmal los! Rückwärts. Ethan, are you alright? I'm fine. Let me back up again. The fire. There isn't any time. We want to go, but up. Grab on. Hurry. Let's move. Don't worry. And try not to breathe in the smoke. Ja, I know. Leichter gesagt als gedacht. Thank you, Ethan. I hope your family is safe. I do too. Once we get out of here, maybe you'll get to meet them. Oh, yeah. Come on, it'll hold. Almost good. Ah, okay. That's the window. There, that's our way out. Oh, thank God. But what then? The village is still full of monsters. We can't fight them. There's too many. Hey. Hey, don't talk like that. We'll find a safe house to put you in until I can find my daughter. My hunch is she's in that old castle. No. That place is full of nothing but blood and death.
And I don't want to be alone while you're... Father? Elena, no. That's not him. Not anymore. He said my name. Father! Wait, it's not safe. Stay there. Come on. Give me your hand. Ethan, go. Save your daughter. Elena, don't give up. Reach for me. God damn it. Yup. Why is everyone dying on me? Sollst dir mal Gedanken machen, Ethan. This is just too much. So. Okay. I just don't get it. Ja, das musst du auch nicht verstehen. Das verstehen wir später. Okay, hier gibt's nichts. Dann einmal raus. This place is going mad. Why the fuck is this happening again? Shit! Jo. Nicht hin und so. Ah. Merci. So, ich hab gehört, hier gibt's einen Monster. Nein. Die Spielzeit ist abgelaufen. Ich habe es leider nicht ins Schloss geschafft. Oh nein. Wir sehen uns gleich wieder. So, einmal kurz die letzte Cutscene mal weggepausiert. Das war die Demo Resident Evil Village. Wie gesagt, es tut mir leid, dass ich das in verkehrter Reihenfolge gespielt habe. Erst Dorf, dann Schloss. Aber dennoch hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr gern Daumen rauf geben. Abo wäre ein Traum. Ansonsten Kommentare für jeden offen. Schreibt rein, was das Zeug hält. Und dann sehen wir uns, wenn das Spiel released ist. Dann gibt es weitere Aufnahmen. Ansonsten bleibt nur noch zu sagen, bleibt sauber und ciao, Kakao.